Ist es eigentlich WAVE oder WAF? Oder doch ein Akronym und man spricht es WAV? Jedenfalls habe ich zu diesen drei Buchstaben über die Zeit eine richtige Hassliebe entwickelt, denn schon damals wusste jeder, dass WAVE, achso, es heißt übrigens WAVE, schon damals wusste jeder, dass WAVE einfach besser klingt als die über ICQ getauschten MP3s. Aber wenn du einmal aus Versehen einen WAVE-Download über die ISDN-Leitung deiner Eltern gestartet hast und für Eminems Debütalbum auf einmal 3 Wochen, 4 Tage und 17 Stunden warten solltest, würdest auch du WAVE für ein Verbrechen an der Menschheit halten. Doch alles der Reihe nach. In diesem Video gehen wir mal der Frage nach, was WAVE eigentlich ist, was das mit MP3s zu tun hat und warum immer noch nicht alle Plattformen WAVE-Dateien zum Streaming anbieten. Hi, ich bin Marvin und ich teste positiv auf Melomanie. Um WAVE zu erklären, müssen wir für einen kurzen Moment mal technisch werden. WAVE ist nämlich anders als MP3 kein Kompressionsalgorithmus, sondern ein Containerformat. Ein Containerformat ist nichts anderes als verschiedene Formate, die zu einer einzigen Datei zusammengeführt wurden. So wie zum Beispiel ZIP-Dateien, die dein Kollege Mike aus der anderen Abteilung dir nach seinem Urlaub geschickt hat und die neben einigen Gedichten, einem selbst aufgenommenen A Cappella von Taylor Swifts I Knew You Were Trouble, auch ein Dickpick enthält. Aber auch Videoformate sind Containerformate, denn neben der Videospur enthalten sie eben auch die Audiodateien, die zum Film dazugehören. Eine WAVE-Datei enthält verschiedene Datenpakete, die jeweils andere Informationen speichern. Man nennt diese Pakete Chunks. Der erste Chunk ist der Format-Chunk. Das ist nichts anderes als ein Datenstrang mit den Angaben über das Format des Sample-Blocks, die Anzahl der Kanäle und Datenrahmen, über die Aufzeichnungsgröße, die Abtastrate und die Blockausrichtung. Dann kommt der Data Chunk, der die Sample Blocks enthält, in denen dann tatsächlich die Audiodateien gespeichert sind. So, easy, oder? Und das alles nur, um zu erklären, dass WAVE-Dateien verlustfrei und unkomprimiert so scheiß Lieder wie I'm Back von Lil Pump speichern können. Bei denen beginnt der Verlust erst im Kopf. Zurück im Text. CDs waren immer der Maßstab an Audioqualität. Zumindest seit es CDs gibt. Und das WAVE-Format kann CDs digital verfügbar machen, ohne dabei auf Soundbrillanz verzichten zu müssen. Eine normale CD mit einer Aufnahmequalität von 44,1 kHz 16-Bit kann man als WAVE-Datei ungefähr mit 10 MB pro Minute umwandeln. Bedeutet, bei einem Song von 3 Minuten Länge würden ungefähr 30 MB Speicherplatz auf deiner Festplatte eingenommen werden. Und das ist auch einer der größten Drawbacks von WAVE-Dateien. Ihre Größe. Vor 2 Jahrzehnten waren es die Speicherlimits von mobilen Abspielgeräten, die das MP3-Format so populär machten, weil wer will schon unterwegs immer die gleichen 2 Songs hören, wenn er stattdessen auch ein ganzes Album mitnehmen kann. Mittlerweile wurden aus iPods aber iPhones und wir sortieren unsere Songs nicht mehr in Ordnern oder Musikverwaltungsprogrammen, sondern abonnieren Spotify oder Apple Music für Convenience und schnelle Verfügbarkeit von allem, was wir jemals hören wollten. Weil aber immer noch Datenpakete und langsames mobiles Internet verkauft werden und Deutschland nicht nur bekannt für Bratwurst, sondern leider auch für Funklöcher ist, verhindert gerade das Musikstreaming die Verbreitung von unkomplizierten Formaten wie zum Beispiel WAVE. Und das ist auch die Diskussion, die immer geführt wird, wenn es um MP3s oder WAVE geht. Und der Kompromiss, der dann geschlossen werden muss, bedeutet, ich muss mich fragen, was will ich? Qualität oder kleine Dateien? Und das ist eine Frage, die du beantworten musst. Wenn ich im Auftrag zum Beispiel produziere, ist WAVE meine klare Antwort. Wenn du Musik machst und deine Lieder verkaufen, nicht streamen, sondern verkaufen willst, ist WAVE die klare Antwort. Wenn du Podcasts machst, Musik oder irgendwas anderes machst, das bei Spotify oder Apple Music am Ende gestreamt wird, kannst du dich ruhig für MP3 entscheiden, denn deine unkomprimierten WAVE-Dateien werden bei den Streaming-Diensten eh komprimiert. Wenn du eine Idee aufnehmen willst, etwas versenden musst, zum kurzen Anhören, wenn du nur schnell etwas mit Freunden, Kollegen oder Kunden teilen willst, dann MP3. Aber für eine professionelle Audiobearbeitung ist die richtige Antwort immer WAVE. Falls du mehr zu MP3s wissen willst, ich habe ein ganzes Video dazu gemacht, das du hier findest. Schau doch mal rein. Viel Spaß beim Anschauen. Nicht vergessen, like und subscribe den Channel. Und wir hören uns das nächste Mal wieder, wie immer in High Quality, Full HD und natürlich Audio unkomprimiert als WAVE durch den YouTube-Algorithmus gejagt. Aber da kann ich wenig dran ändern. Wir hören uns. Peace.